Umjubelt wie ein Popstar, das Charisma eines Hollywood-Schauspielers und gekleidet wie Geheimagent James Bond. Frederik von Dänemark ist das, was man heute einen modernen Kronprinzen nennt. Geschniegelt und gestriegelt erscheint der Gatte von Kronprinzessin Mary zur Eröffnung des Oense International Film Festival 2020. Der 52-Jährige ist Schirmherr des ältesten Filmfestivals des Landes. Doch es scheint hier eher so, als wolle sich der Kronprinz mit seinem imposanten Auftritt als Nachfolger von Bond-Darsteller Daniel Craig bewerben. Jackett und Anzughose sitzen wie angegossen, genauso wie sein weißes Strahlelächeln. Besonders lässig, Frederik trägt keine biedere Krawatte, sondern sein Hemd am obersten Knopf aufgeknöpft. Was für eine attraktive Erscheinung, dank der er bestimmt so einigen Damen vor Ort den Kopf verdreht hat. So schneidig wie hier haben wir den Thronfolger schon lange nicht mehr gesehen. In der Vergangenheit sorgt der Vater von 4 Kindern eher mit aufreibenden Schlagzeilen für Aufmerksamkeit. Mitte Februar verletzt er sich beim Skifahren an der Schulter. Frederik muss anschließend sogar operiert werden. Deutlich schlimmer trifft es einige Monate später im Juli seinen jüngeren Bruder Joachim. Ein Blutgerinnsel im Gehirn kann nur noch durch eine Not-OP gestoppt werden. Die aufwühlenden Tage nach dem dramatischen Eingriff sind nicht nur dem operierten Prinzen, sondern auch Frederik deutlich anzusehen, wie dieses Geschwisterfoto auf Schloss Cakes in Südfrankreich zeigt. Zum Glück erholt sich Joachim rasch von den vergangenen Strapazen. Für Kronprinz Frederik bedeutet das eine große Sorge weniger. Im Vergleich zu einigen Wochen zuvor wirkt der 52-Jährige bei seinem neuesten Auftritt deutlich gelassener. Mehr noch, der Royal strahlt aus allen Poren und sieht dabei unfassbar gut aus. Frederiks Enthusiasmus geht sogar so weit, dass er ganz hemmungslos süße Liebesbotschaften verschickt. Wir sind uns sicher, dieses Herz kann nur für eine Dame bestimmt sein, nämlich für seine schöne Frau Mary. Was die wohl zu der offenkundigen Liebesgeste ihres Mannes sagen würde? Die 48-Jährige ist vermutlich einfach nur froh, ihren ausgelassenen Frederik wiederzuhaben.